Heute habe ich eine ganz wichtige glaubensstärkende Predigt für dieses Jahr. Und das ist das wichtigste Gleichnis, das Jesus gepredigt hat. Das Gleichnis vom Sämann in Matthäus Evangelium Kapitel 13. Und der Titel, der Untertitel ist, wie wir alles von Gott empfangen. Ob das Heilung ist, finanzielle Versorgung, Weisheit, Kreativität, Errettung der Menschen, die wir lieben, dass sie ewiges Leben bekommen, ja, und gebahnte Wege, offene Türen, Wunder von Gott. Wir empfangen alles auf dieselbe Weise von Gott und das ist durch sein Wort. Weil alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Jesus Christus und gehören uns durch den Glauben. Und wir wollen heute hören, wie wir eine hundertfache Segensernte hervorbringen. Und das lehrt Jesus im Gleichnis vom Sämann. Dieses Gleichnis ist auch in Markus Evangelium Kapitel 4, 1 bis 20 und im Lukas Evangelium Kapitel 8, 4 bis 15. Und die Gleichnisse sind fast identisch, aber jeder hat eine bisschen andere Perspektive, die Evangelisten. Und ich werde zum Teil auch andere Formulierungen aus diesen Gleichnissen erwähnen. Ja, im Gleichnis von Sämann, da offenbart der Herr sein Geheimnis, dass er uns erkennen lassen will, wie Gott wirkt in unserem Leben, wie er sein Reich machtvoll baut durch dich und mich. Und wir müssen das verstehen. Und Gott will uns Schlüssel geben zum Verständnis des Reiches der Himmel, das Jesus auf die Erde gebracht hat. Und in Markus Evangelium Kapitel 4, 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen? Also dieses Gleichnis ist ein Schlüssel zum Verständnis von allem, was wir mit Gott erleben in der Zeit, wo wir auf der Erde sind. Und ich will jetzt mal mit euch Matthäus 13, 1 bis 9 lesen. Und das ist so wichtig, in diesen wachsenden Krisenzeiten und Nöten zu verstehen, dass wir wissen, wir sind von Gott abhängig, nicht von Menschen. Gott ist unsere unerschöpfliche Quelle, egal wie verrückt es um uns her ist. Amen. Und Gott hat mehr Segen, mehr Gnade, je größer die Finsternis in der Welt wird. Beides entwickelt sich parallel. Und ich lese das jetzt einmal vor. Und in Matthäus 13, 1 bis 8 erst einmal. Ihr seht das dann auch dort oben. Unsere YouTube-Zuschauer jetzt vielleicht nicht, außer wir schaffen das mit der Kamera. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus. Jesus hatte ein Haus, wo er wohnt, in Kapernaum, am See. Manche denken, Jesus hatte kein Haus. Doch, er hatte ein Haus. Er wohnte in Kapernaum, das war der Stützpunkt seines Dienstes, und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf das steinige, der zweite Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde, das ist die Erde, die du und ich sein wollen, 365 Tage im Jahr. Amen. Anders fiel auf die gute Erde und es brachte Frucht hervor, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wir erfahren hier, dass es vier Herzenszustände gibt, vier verschiedene Böden. Und Gott hat mir zum ersten Mal einen Namen gegeben, ein Typ von Mensch, der diesen vier Herzensböden entspricht. Hat mich sogar überrascht, weil ich habe das schon so oft gepredigt in den letzten 30 plus Jahren. Ja? Und wir erleben hier, dass drei Böden keine Frucht bringen. Da, wo es auf den Weg gesät ist, ja, kommen die Vögel, fressen sofort weg. Das Steinige, wie ein Felsen, kann keine Wurzeln ausbilden. Die Dornen ersticken es. Nur der vierte Boden, die gute Erde, bringt hundertfache, 60-fache, 30-fache Frucht.
Und das ist, wie Gott will, dass unsere Herzen beschaffen sind. Das werden wir heute erfahren. Und wenn du das mal mathematisch siehst, bringen 75% keine Frucht, 25% bringen Frucht. Ja? Und du gehörst dazu. Amen. Ich proklamiere das einfach, dass du und ich dazugehören. Weil wir wollen ein gutes Herz haben und wir werden erfahren, was das ist. Und dann fragen die Jünger ganz erstaunt in Vers 9, warum redest du in Gleichnissen zu diesen Tausenden von Menschen? Da waren Tausende versammelt. Einige hatten den Herzenszustand Weg, andere Dornen, andere Felsen, andere waren gute Erde und wurden Jünger Jesu. Ja? Er sagt, warum redest du in Gleichnissen? Jesus aber antwortet in Vers 11, Matthäus 13, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, ihnen aber, vielen ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben werden und überreichlich gewährt werden. Wer was hat, demütige Ohren zu hören. Wer ein sanftmütiges Herz hat, wer belehrbar ist, also wer gehorsam hat und wer lernbereit ist, dem wird Fülle gegeben werden, sagt Jesus. Aber wer nicht hat, von dem wird selbst genommen werden, was er zu haben meint. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend sehen und nicht erkennen, hörend hören, nicht verstehen. Und es wird die Prophetie Jesajas im Alten Testament 700 Jahre vorher wahr, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören, aber nicht verstehen, ihr werdet sehen, aber nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und da steht im Urtext hart. Sie sind hartherzig geworden. Ihr Herz ist nicht empfangsbereit. Damit ihre Augen verschlossen sind, sie nicht sehen, mit den Ohren nicht hören, mit dem Herzen nicht verstehen. Und damit sie dann nicht Buße tun, das bewirkt ein hartes Herz. Und ich sie heile. Amen. Gott liebt dich und mich so sehr. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Jesus will uns heilen an Geist, Seele, Körper. Er will unsere Jugend erneuern. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch sein Wort. Weil alles gehört uns in Christus potenziell, wenn wir glauben. Amen. Und er sagt also, mein Plan ist zu heilen, aber viele haben hartes Herz, sie können es gar nicht empfangen. Glückselig aber, eure Augen, dass sie sehen, eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte in Vers 17 haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr jetzt alles hört, und sie haben es nicht gehört. Sie haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass der Retter der Welt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt. Amen. Und dann sehen wir, dass Jesus, als die Mengen gegangen sind, die Massen haben sich zerstreut, da legt Jesus das Gleichnis vom Sämann seinen Jüngern aus. Und wenn wir Jesus nachfolgen, seine Schüler sind, dann will er uns Geheimnisse des Himmelreiches lehren. Amen. Womit wir Wunder erleben, womit wir Zuwachs erleben, Segen erleben, alles, was wir brauchen in allen Bereichen. Und dann sagt er in Vers 18, da kommt die Auslegung bis 23, ich lese das einfach vor. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich der Himmel hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem es auf den Weg gesät ist. Und bei dem es auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung, um des Wortes Gottes willen, nimmt er sofort Anstoß, er ärgert sich. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, ist der, der das Wort hört, die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken aber das Wort und es bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine trägt 100-fach, der andere 60, der andere 30-fach. Amen. Ich habe von vielen Predigern mal gehört, dass Gottes Plan für dich und mich, für alle Christen, ist 100-fache Frucht. Amen. 30-faches Minimum, aber Gottes Plan ist 100-fache Frucht. 1000-fach. Amen.
Gott begrenzt uns niemals mit dem Segen, den er durch dein und mein Leben wirken will. Das ist, was wir selbst tun. Wir begrenzen. Und wenn ihr euch die Auslegung von Jesus anschaut, fällt auf, dass alle vier haben gehört. Und das ist heute in der Welt so, auch in Deutschland, in Schweiz, Österreich, wo du das auf YouTube schaust. Übrigens, Herr, segne die Botschaft, ich habe vergessen zu beten. Rede zu uns ganz persönlich. Ich danke dir, dass du es tust. Amen. Ja? Also, alle vier haben gehört, aber sie haben auf völlig verschiedene Weise reagiert. Sie haben auf vier völlig verschiedene Weisen gehört. Und das ist das, was wir heute in der ganzen Welt sehen. Amen. Bei einem geht es in die Ohren rein, ins linke rein, ins rechte sofort wieder raus. Und das soll nicht so sein. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der soll demütig die Worte aufnehmen und verstehen. Also jetzt kommen wir zu Typ Nummer 1. Und da hat Gott mir eine Typbezeichnung gegeben für einen Typ Mensch. Und der erste Typ ist der oberflächliche. Und das ist der Herzenszustand, der Weg. Ja? Und Jesus sagt über diesen Typ des Oberflächlichen, das ist jedes Mal, wenn jemand das Wort vom Reich Gottes, das Evangelium von der Errettung durch Jesus Christus hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war, denn es ist an den Weg gesät. Wenn du mal spazieren gehst, bei Äckern, in der Landwirtschaft, irgendwie in der schönen Natur, bist du oft auf einem Weg. Und da siehst du manchmal Samen, aber der Weg ist hart getreten, stimmt das? Da kann nichts wachsen. Und das ist auch ein verhärtetes Herz, manchmal durch Unvergebenheit, durch Bitterkeit, durch Ärger, Zorn, diese Dinge, die Gott aus unserem Herzen entfernen will. Amen, wenn wir lassen. Unser Herz weich machen will. Und Jesus sagt, sie hören und verstehen nicht und der Böse, das ist Satan und dämonische Mächte, reißen das Wort komplett wieder weg. Amen. Und dann leben sie ihr Leben weiter, gehen in eine Abwärtsspirale der Zerstörung, des Verderbens. So viele scheinen lieber zu sterben, als dass sie zu Gott umkehren, der das Leben ist, der Heilung und Rettung und Segen und Liebe und Güte und Gnade hat. Ja? Und ich habe mich gefragt, warum hören und verstehen sie das Wort nicht? Diese erste Kategorie des Oberflächlichen. Ich glaube, sie verstehen nicht, weil sie abgelenkt sind mit unwichtigen Dingen. Sie haben keine Wertschätzung für Wahrheit. Sie glauben lieber der Lüge. Sie glauben lieber allen möglichen falschen Dingen und lieben Unterhaltung, lassen sich ablenken und sie hören etwas und es geht in ihr Ohr rein und raus, weil sie denken, ach, das ist doch unwichtig, das brauche ich nicht. Und sie denken nicht darüber nach. Sie sind gedankenlos. Anstatt, wenn sie etwas hören, Gott liebt dich, er hat Jesus, den Sohn Gottes, gesandt, er hat den Preis zur Vergebung deiner Sünden gehört, sagen sie, ach, das ist ja wunderbar, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und der Böse reißt es wieder weg. Sie denken nicht darüber nach. Es hat mal jemand gesagt, Oberflächlichkeit ist der Fluch der Zeit. So viele Menschen haben Zeit, aber anstatt Gott zu suchen in der Bibel und im Wort Gottes und dann mal auf Bibel-TV gute Filme zu hören und dann gute Bücher zu bestellen und Gott zu suchen, der unser Retter ist, unser naher Helfer, lassen Sie das nicht an Ihr Herz ran. Und viele spotten dann auch. Ja? Und sie sagen, ach, du brauchst doch Jesus nicht. Ja? Ich glaube, dass Lügengeister kommen, wenn Menschen das Wort Gottes und Jesus nicht wertschätzen und sie hören dann, ach, du hast das zwar jetzt gehört, aber du brauchst doch Jesus nicht. Die Bibel ist doch ein altes, verstaubtes Buch. Das musst du doch nicht lesen. Hör mir auf, wenn sie dann Zeugnis bekommen, dass Gott Mensch wurde und Jesus sie liebt und ihr Leben hingegeben hat, sagen sie, hör mir doch auf. Und ja, es hört auf. Amen. Gott stoppt irgendwann. Die Gnadenzeit hört irgendwann auf. Und wenn Menschen sagen, hör mir doch auf mit diesem Quatsch, dann hört Gott tatsächlich auf, weil er hat uns einen freien Willen gegeben. Amen. Und jeder hat die Verantwortung, wie er hört, was er hört. In Markus 4, ich habe gerade den Eindruck, dass ich das doch mal kurz sagen will, weil das gilt für alle vier Kategorien. In Markus 4
wo die zweite Version des Gleichnisses vom Sämann ist. Danach, Vers 23 bis 25, sagt Jesus im Prinzip, wenn jemand Ohren hat zu hören, dann höre er aufmerksam. Er sprach zu ihnen, achtet genau darauf, seht zu, was ihr hört. An anderer Stelle sagt er, wie ihr hört. Achtet genau auf die Worte, die ihr hört, weil sie retten euch. Sie verändern dich. Da ist Heilung drin, da ist Segen drin. Da ist Gunst drin, Wunder drin. Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch noch hinzugefügt hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, eines Tages, was er zu haben meinte. Das heißt, wir bestimmen das Maß, wie viel wir von Gott hören. Amen. Was wir hören, wie viel wir vom Gottes Wort aufnehmen, wie viel wir von guten Predigten aufnehmen, wie viel wir unseren Glauben bauen. Amen. Jesus sagt, mit dem Maß, wie du misst, wird dir gemessen werden. Und Gott wird dich noch belohnen. Er wird noch Überfluss ausschütten über dein Maß hinaus. Und dann kommt der zweite Herzenszustand, spannend, und bei dem auf das Steinige gesät ist. Das ist Nummer zwei. Dieser ist es, der das Wort hört, und er nimmt es sofort mit Freuden auf. Und dann kommt Bedrängnis, Verfolgung, Schwierigkeiten, Krise um des Wortes willen, und er ärgert sich, er nimmt zugleich Anstoß. Und das Wort ist Ärgernisse. Anstoß zur Sünde, und er fällt um, er kippt um. Kennt ihr solche Menschen? Ja? Und dieser Mensch, das ist so interessant, ich habe das genannt, menschengefällige und wankelmütige. Das ist der Typ Nummer zwei. Wir werden gleich sehen, warum. Er ist wankelmütig, eher sie, menschengefällig. Und Jesus sagt, wenn ihr Menschen, Ehre von Menschen annimmt, aber ihr sucht nicht die Ehre vom alleinigen Gott, könnt ihr nicht glauben. Ja? Und das ist jemand, der das Evangelium hört und der sagt, wow, das ist ja interessant. Das ist ja wunderbar. Jesus ist am Kreuz gestorben für mich, mich zu retten, meine Sünde zu vergeben. Wow, das ist ja fantastisch. Gott liebt mich und er will mich segnen. Und er hat mir eine Erbschaft vorbereitet. Das ist ja fantastisch. Und dann kommt Ablehnung und Bedrängnis. Und dann sagen Leute, was? Den Quatsch glaubst du? Alte Freunde kommen. Leute, die in enger Beziehung mit dieser Person stehen und sie spotten und sie sagen, was bist du jetzt auch ein Jesus-Freak geworden? Was bist du denn für ein Freak? Also ich glaube, du wirst langsam verrückt. Bist du jetzt auch so ein fundamentalistischer Christ? Bist du völlig abgedreht? Ja, also du bist jetzt auch ein Fanatiker, ja, wie diese Christen, die Bibel glauben, das Wort Gottes glauben. Dann ist aber Schluss mit unserer Freundschaft oder mit unserer Ehe oder mit unserer Beziehung. Und Jesus sagt, wer andere Menschen mehr liebt, Vater, Mutter, Kinder, wen auch immer, Freunde als mich, ist meiner nicht wert, ist meiner nicht würdig. Amen. Und dann kommt das Schwert der Wahrheit, des Geistes, und es trennt Lüge von Wahrheit. Und du verlierst Freunde, die nie Freunde waren. Und du kriegst bessere Freunde. Amen. 100-mal bessere Freunde. Ich habe hier, Amen, danke Jesus, Halleluja. Ja? Aber dieser zweite Typ ist auf das Steinige. Er ist auch oberflächlich hart. Er verhärtet sein Herz. Er wird enttäuscht, verletzt von Menschen, die ihn ablehnen. Aber ich sage dir, sie lehnen nicht ihn ab, sie lehnen Jesus ab. Amen. Aber viele verstehen das nicht. Und ich habe geschrieben, mein Zeugnis, als ich mich 1985 im Oktober radikal in Hamburg bekehrt habe, habe ich 3/4 meiner alten Freunde verloren. Amen. Ich war damals Soldat in der Luftwaffe, als ich Christ geworden bin. Und ich wollte Politiker werden. Ich hatte so viele Politikerfreunde. Und die haben genau diese Worte zu mir gesagt. Wir sind schockiert von dir. Du bist ja ein Fanatiker. War ich gar nicht. Ich war nur verliebt in Jesus und dankbar und wollte, dass alle Menschen das Evangelium von der Errettung durch Jesus hören. Und dann habe ich die Uni Hamburg evangelisiert und wir haben 50.000 Menschen in Hamburg das Evangelium verkündigt. Und Leute kamen auf mich zu, Studenten, und haben gesagt, Markus, ihr seid ja überall. Wir können ja gar nicht von euch ausweichen.
und dann zur Studentenarbeit gekommen. Und immer wieder kamen Leute, haben mich abgelehnt. Und eine politische Freundin, die ich damals so bewundert habe, die auch Politikerin geworden ist, die schüttelte den Kopf und sagte, das ist ja grauenvoll, Markus, mit dir kann ich keine Freundschaft mehr haben. Und da habe ich gesagt, das ist keine Ablehnung gegen mich, das ist eine Ablehnung gegen Jesus und sein Leben von Gott verändern zu lassen. Amen. Und dann können wir einen Unterschied machen und wir, uns fehlen ja leider gute Politiker, da muss man ja suchen mit der Lupe, stimmt das? Wir brauchen eine Erweckung von Gottes Wort und Glauben auch in der Politik, in allen Gesellschaftsbereichen. So, und dann fallen sie ab, sagt Jesus, weil sie wankelmütig sind und Menschen gefallen wollen. Und dann sagt er, der dritte Zustand ist die, bei dem es unter die Dornen gesät ist. Und das ist der Mensch, der das Wort auch hört, aber die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keinerlei Frucht. Wie traurig, ja? Auch dieser dritte, und ich habe den genannt, dieser Typ 3, ist der Weltliche, der Materialist. Das ist der, dem die vergänglichen Schätze der Welt wichtiger sind als ein Schatz im Himmel, der alle Segnungen Gottes in Ewigkeit enthält. Und dieser Mensch erstickt das Wort Gottes, das er gehört hat, durch andere Prioritäten. Er ist besorgt um sein Geld, um seine Familie, um sein Einkommen, um seine Karriere, um alle Dinge der Welt, um seinen Ochsen. Und wenn das Evangelium kommt und Gott klopft an seine Tür, sagt er, entschuldige mal, dafür habe ich wirklich keine Zeit. Dafür habe ich gar keine Zeit. Entschuldige bitte, ich habe gerade eine neue Firma gegründet. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe gerade Ochsen gekauft. Ah du, ich habe gerade frisch geheiratet. Ja, jetzt habe ich gerade Kinder bekommen. Vielleicht, wenn ich 85 bin, dann kann ich ja immer noch mal gucken, dass ich mich mal mit diesen Dingen beschäftige. Aber ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Wer sorgt denn für meine Frau, für meine Firma, für das Geld, das Essen auf den Tisch kommt? Gott sorgt dafür. Hallo. Amen. Gott will dafür sorgen, viel besser, als du und ich es kann. Amen. Aber das hören diese Menschen nicht. Sie sagen, ich habe keine Zeit dafür. Und wir sehen im Gleichnis vom Gastmahl in Lukas 14, 25 bis 24, sagt Jesus in diesem Gleichnis, ich habe keine Zeit dazu zu gehen, Lukas 14, 15 bis 24, sagt er, Gott lädt zum Gastmahl ein, zum Hochzeitsmahl des Lammes Gottes, das für unsere Sünde geschlachtet und geopfert war. Dass wir Gottes Familie werden. Und einer nach dem anderen entschuldigte sich. Amen. Und diese dritte Kategorie entschuldigt sich wegen Sorgen. Und in Matthäus 6, 24 bis 34 sagt Jesus in der Bergpredigt, fast eine Unterpredigt, sorgt euch um nichts. Weil Gott Vater will für euch sorgen. Amen. Amen. Gott will für uns sorgen. Und wenn wir unsere Sorgen loslassen und Gott zu unserer Quelle machen, ist er der allerbeste Versorger. Und er redet zu dir jeden Tag und er zeigt dir, wo Schätze und offene Türen und Quellen der Versorgung sind. Amen. Und dann sagt er in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Seid nicht wie die Heiden, die sagen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns anziehen, sondern wenn ihr nach Gottes Reich zuerst trachtet, wird euch alles Übrige im Überfluss hinzugefügt. Amen. Halleluja. Also Jesus adressiert diesen dritten Typ und alle Menschen. Und dann streben sie, er sagt, der Betrug des Reichtums. Er nennt den Reichtum der Welt einen Betrug. Das ist doch interessant, oder? Das heißt, es ist eine Täuschung, es ist eine Illusion. Das ganze Geld, die ganze Macht, was richtet sie heute an? Ja, die Mächtigen der Welt, die Reichen der Welt, die Milliardäre, ja, ich will keinen einzigen Namen nennen, aber die, die Macht ausüben, die hinter Geld und Macht her sind, was richten sie an? Brauchst du nur in die Ukraine zu gucken? Kannst du dir die vielen Kriege anschauen, die ungerecht geführt wurden seit Ende des Zweiten Weltkrieges? So viel Leid und Elend wegen dem Betrug des Reichtums. Es ist in Ordnung, Gott hat nichts dagegen, dass wir reich werden, wenn wir dazu berufen sind.
Gott hat nichts gegen christliche Firmen. Die haben sogar Kurse darüber. Also es gibt darüber Kurse, Reich Gottes Unternehmen. Ja, die gibt es in der Nahrungsmittelbranche, im Fernsehen, Medienbereich. Es gibt starke christliche Firmen, auch in Deutschland. Aber dann muss die Firma existieren, ein Segen zu sein für die Menschheit. Amen. Und dann ist es wieder okay, wenn eine Firma und das, was wir verdienen mit unseren Gaben und Talenten, dann Gott ehrt. Und wir sagen, meine Firma gehört Gott. Dazu gehört jetzt, nenne ich mal einen Namen, Deichmann. Deichmann war ein ganz hingegebener Christ. Die größte Handelskette für Schuhe Europas. Und das ist eine ganz tiefchristliche Familie, die Dutzende Millionen pro Jahr gespendet haben. In Deutschland, in Indien, auch in anderen Ländern. Und dagegen hat Gott gar nichts. Amen. Dagegen hat der Teufel was. Also, wer nicht mit seinem Reichtum und Materialismus Gott dient, ist ganz arm vor Gott. Amen. Du kannst der reichste, zweitreichste, drittreichste Mann der Welt mit Dutzenden Milliarden sein und Gott sagt, du bist bettelarm. Du bist blind, arm, nackt, bloß. Du hast gar nichts, weil er nicht Gott ehrt. Amen. Und das in Lukas 12, 16 bis 21, erwähnt es nur, ist das Gleichnis vom reichen Toren. Vielleicht betrifft das jemand, der das jetzt hört. Und du musst Buße tun, dein Denken verändern. Weil wir müssen, wie Johann Sebastian Bach sagen, soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und in Lukas 12, 16 bis 21, zitiere es nur, war ein reicher Tor, und die Welt ist voll, auch Deutschland, auch der deutschsprachige Raum, voll mit reichen Toren. Amen. Und er sagte, ja, meine Ernte ist groß ausgefallen. Ja, meine Knechte, mein Vieh, ich will mir neue Scheunen bauen. Und Gott sagt, du Tor, für wen hast du das gesammelt? Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und das, was du gesammelt hast, wird anderen, die besser sind als du, weitergegeben werden. Amen. Also das ist die Torheit, auf den Betrug des Reichtums zu setzen. Und dann verpassen sie den ewigen Reichtum und die Beziehung zu Gott. Aber dann sagt Jesus, wie du und ich 365 Tage im Jahr sein sollen. Und das ist der vierte Typ, der vierte Boden. So will ich sein und du hoffentlich auch. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine 100-fach, der andere 60, der andere 30-fach. Das ist Gottes Plan für dein und mein Leben. Amen. Gott wird durch eine Sache verherrlicht und geehrt, solange wir auf der Erde sind. Und das ist Frucht. Frucht im Leben anderer Menschen, die gerettet werden und ewiges Leben bekommen. Wo Ehen und Familien geheilt werden. Wo Menschen Hoffnung bekommen, Gott kennenlernen. Das ist die Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Und für die es auch Lohn gibt in Ewigkeit. Amen. Also er hört auch das Wort und er versteht es. Und Lukas sagt, er bringt mit Ausharren Frucht, er und sie. Amen. Also wir müssen ausharren. Wir müssen geduldig sein. Wir müssen dranbleiben. Und dann wächst unser Leben wie ein Baum. Amen. Unsere Früchte werden mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und es gibt kein Ende, bis wir im Himmel ankommen. Wenn wir ausharren. Amen. Und dieser Mensch, warum versteht dieser Typ, entschuldigt bitte, ich bin so begeistert, ich glaube, ihr spürt das. Der Typ Nummer 4, den habe ich genannt, das ist der Gläubige. Das ist der Wahrhaftige. Das ist der Demütige. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Amen. Wir müssen Gläubige sein, Wahrhaftige, Demütige. Und dann gibt Gott uns alle Offenbarung. Unser Herz ist weich, er heilt unser Selbstbild, er heilt unser Herz von Missbrauch und Ablehnung. Und unser Herz ist der Ackerboden. Und wir nehmen das ganze Wort Gottes auf. Wir glauben es. Amen. Gott sagt es, ich glaube es. Und dann erleben wir, dass es wächst. Der Demütige erkennt den Schatz Gottes. Ich habe damals, als ich 19 war, wirklich alles aufgegeben. Und Gott hat mir einen Schatz gegeben im Himmel, aus dem ich heute noch lebe, 37 Jahre später. Ich habe Betriebswirtschaft aufgegeben und ich habe meine Brücken hinter mir abgebrannt. Ich rate dir nicht, das zu tun. Amen. Ich glaube daran, Studien abzuschließen, wenn man studiert. Außer Gott sagt es dir. Und bei mir war es wichtig, ich habe die ganze Welt in die Tonne geklopft. Weil ich wusste, Gott wird mir einen Schatz im Himmel geben und mit dem werde ich ihm nachfolgen. Und eine Woche später hat er mir ein voll finanziertes Studium gegeben in Los Angeles, Theologie und Weltmission zu studieren. Ist doch cool, oder? Ja. Amen. Amen.
Also der Demütige nimmt das Wort Gottes auf und er sagt, ich will arm im Geist sein. Ich will arm sein, damit du mich reich machst. An Segnung, an Erkenntnis und Offenbarung. In Matthäus 13, das ist ja das Kapitel der Gleichnisse, wo das Gleichnis des Seemanns ist, in Vers 44 bis 46 lesen wir, da entdeckt dieser Gläubige, Demütige, einen Schatz im Acker. Dann geht er hin, gibt alles andere auf und kauft diesen Schatz. Halleluja. Das ist ein geistliches Prinzip. Und dann sagt Jesus weiter, da ist jemand, der entdeckt eine kostbare Perle, das Reich der Himmel. Er entdeckt Jesus Christus, den Sohn Gottes, und er gibt alles auf und er nimmt diese Perle. Amen? Amen. Und da ist alles drin enthalten, alle Segnung des Himmels. Also dieser sagt, wow, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat gelitten am Kreuz, Gott wurde Mensch. Seine Hände wurden mit Nägeln durchbohrt, seine Füße, er ist verblutet am Kreuz. Aber er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und wenn Jesus das für mich erlitten hat, dann will ich ihm den Rest meines Lebens dienen. Amen. Wenn Jesus, wenn Gott alles aufgegeben hat, um mich zu retten, dann gebe ich alles auf, meine Zeit, meine Gaben, meine Talente, um ihm zu dienen. Amen. Das ist das, was die Haltung ist, dass wir eine gute Erde sind für das Wort Gottes und für den Heiligen Geist. Den Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit führt, wenn wir ein gutes, demütiges Herz haben. Und dann sagen wir, ich empfange alles, was Gott für mich hat. Und was Gott mir zeigt, will ich tun. Jesus ist vertrauenswürdig. Er ist mein Herr, mein Erretter. Er ist mein Helfer jeden Tag. Er ist mein Heiler. Und wenn Spott und Verfolgung kommen, dann hast du Erbarmen mit den armen Menschen. Amen. Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Du hast ewiges Leben. Du bist von Neuem geboren, als du Jesus angenommen hast. Und dann suche ich sein Wort, du und ich, wir suchen sein Wort jeden Tag. Wir geben Gott mehr und mehr Raum, dass wir einmal im Jahr die Bibel lesen. Ich lese zweimal im Jahr das Neue Testament. Letztes Jahr war viermal. Gott hat es korrigiert, er sagt zweimal. Und dann noch weitere Studien und einmal das Alte Testament. Und wir geben mehr Raum. Wir sind hungrig. Ja, du kannst eine Bibelschule machen, womit wir ja auch in der Gemeinde bald beginnen. Und du sagst, ich möchte dein Schüler sein, Gott. Ich möchte alles von dir lernen. Ich möchte Jünger Jesu sein, Jünger als Schüler. Und wenn wir Gott suchen, ist Gott ein Belohner. Amen. Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, wenn wir Gott suchen, ist er ein Belohner derer, die ihn suchen. Amen. Und das ist eine große hundertfache Segensernte. Und dann nehmen wir Gottes Wort in uns auf, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, durch gute Predigten, durch Bibelstudium, durch gute Bücher, die Gott uns zeigt und gibt. Und dann wächst in deinem Herzen übernatürlicher Glaube, Gottes Wort. Und dann sprichst du Gottes Wort aus. Du sagst, ich vermag alles durch Jesus Christus, der mich stark macht. Amen. Hängt bei uns im Schlafzimmer an der Wand. Weil manchmal wache ich morgens auf, ich fühle mich gar nicht wie ein Eroberer. Und dann lese ich, alles vermag ich durch Jesus Christus. Der mich stark macht. Amen, spreche das aus. Ich bin ein siegreicher Überwinder durch Jesus, der in mir lebt, durch den Heiligen Geist. Mir ist vergeben, ich bin gerecht, ich bin angenommen, ich bin ein Erbe Gottes, alles gehört mir. Amen. Dann fängst du an, das auszusprechen jeden Tag. Und ich danke dir, Herr, dass du mich zu einem Segen für alle Menschen machst. Amen. Und wir sprechen das aus. Und der Gerechte, du und ich, lebt aus Glauben, woran? An den Samen des Sämanns, Gottes Wort. Amen. Und wir leben jeden Tag aus Glauben an Gottes Wort. Und dann bekennen wir Gottes Wort, wir sprechen es aus, wir tun es. Und Jeremia 1,12 sagt, Gott wacht über jedem seiner Worte, es zu erfüllen. Ist das nicht fantastisch? Gott bringt die Ernte hervor, Gott bringt das Wachstum hervor, Gott bringt die Wunder hervor. Amen. Aber du und ich müssen glauben. Stimmt das? Stimmt das? 5. Mose 8,3 zitiert Jesus in der Wüste, als Satan ihn versucht, wo er 40 Tage fastete, für 40 Jahre Ungehorsam Israels. Und der Teufel greift seine Identität an. Wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus antwortet mit 5. Mose 8,3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Amen. Das heißt, dein Leben, deine Wunder,
Alles, was du brauchst, ist im Wort Gottes enthalten. Und Gott erfüllt es, wenn wir es in unsere Herzen säen als guten Boden. Halleluja. Und mit welchem Maß wir messen, wie wir in Markus 4, 23 bis 25 gehört haben, wird dir und mir wieder gemessen. Mit welchem Maß willst du dieses Jahr messen? Mit welchem Maß willst du Gottes Wort aufnehmen? Willst du ein Schüler, ein Jünger Jesus sein? Ich hoffe ja. Amen. Amen. Weil das ist der Weg des Lebens, der nach oben führt. Und das ist der Weg, der immer gesegnet ist. Weil Gott steht dahinter. Amen. Ich würde jetzt gerne nochmal beten mit uns, dass wir einfach nochmal sagen, Herr, wir danken dir für das neue Jahr. Wir wollen dir mehr Raum geben. Lass uns einfach beten, auch unsere YouTube-Zuschauer. Jesus, wir danken dir jetzt, dass du uns Geheimnisse des Reiches der Himmel gelehrt hast. Und wir öffnen jetzt unser Herz weit für uns, für dich. Gib uns ein hungriges Herz nach dir. Gib uns übernatürlich geistlichen Hunger, dein Wort zu suchen, deine Lehren zu suchen, in der Bibel, in guten Büchern, in Predigten. Mach uns hungrig und lass uns 365 Tage wirklich dein Wort bekennen, Worte des Glaubens, Worte der Wunder, Worte des Segens bekennen, damit du sie erfüllen kannst in unserem Leben und im Leben anderer, die wir lieben. Wir danken dir, Jesus, dass du über jedem deiner Worte wachst, sie zu erfüllen. Und Herr, wir hören, wir wollen hören und glauben, was du in deinem Wort sagst. Herr, wir wollen 100% gute Erde sein. Wir wollen unser Herz weich machen vor dir. Verändere uns, Heiliger Geist. Zeig uns Dinge dieses Jahr, die dir nicht gefallen. Wo wir noch falsche Dinge sagen. Wo wir noch falsche Gewohnheiten, falsche Prioritäten haben. Heiliger Geist, sei unser Lehrer in der Wahrheit. Verändere uns. Und leg doch mal deine Hände auf deine Ohren jetzt heute Morgen. Jesus, salbe du unsere Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Heiliger Geist, komme mit frischer Salbung, dass wir deine Stimme hören. Du bist der Geist der Wahrheit, unser Tröster, unser Helfer. Ich löse jetzt eine Salbung des Heiligen Geistes heute Morgen, dass du Jesus' Stimme mehr und klarer hörst. Jeden Tag, wenn du sein Wort liest, ist der Liebesbrief von deinem himmlischen Vater für dich. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Und Epheser 1,3 sagt Paulus der Gemeinde in Ephesus, ihr seid gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. Und Heiliger Geist, rede zu uns, dass wir hören, wie Jünger hören, denn du sagst, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Wir empfangen das, Herr, und wir danken dir, bringe eine große Segensernte in Österreich, Schweiz, Deutschland, in allen Städten, in allen Dörfern, überall da, Herr, wo wir dich anbeten, wo wir Hauskirchen, Gemeinden und dein Volk bauen. In Jesu Namen. Amen. 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 Jetzt brauche ich Hilfe, mein Kameramann ist gerade weg, aber es macht nichts. Gott segne dich reichlich, auch alle hier in der Gemeinde. Lass uns nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du alles aus uns entfernst, Herr, den weltlichen, materialistischen Typ, der wirklich auf Betrug vertraut, Menschengefälligkeit, Wankelmut und Vater, dass du diese Hindernisse entfernst und dass wir ein Herz haben, das glaubt und das demütig ist vor dir. Amen. Vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt und geh doch auch auf unsere Webseite, werde auch einer unserer Monatspartner, weil wir brauchen wirklich guten Samen, gute Saat und Partnerschaft, damit wir gemeinsam Gottes Reich bauen können. Amen. Gottes reichen Segen.